Alf's French Dressing mit frischen Kräutern. Benötigte Zutaten: der Dotter eines wachsweich gekochten Eis, Knoblauch, Senf, Sauerrahm, Apfelessig, Pfeffer, Olivenöl und pflanzliches Öl, Salz sowie diverse Kräuter. Die Kräuter kann man auch zur Gänze oder teilweise weglassen. In diesem Fall verwende ich Petersilie, Estragon, Liebstöckel, roten, grünen und Thai-Basilikum, Olivenkraut, Majoran, Oregano und Schnittlauch. Nachdem die Kräuter von den Stielen befreit wurden, wird der Schnittlauch fein geschnitten, die übrigen Kräuter grob zusammengeschnitten. Die geschnittenen Kräuter kommen in den Mörser. Werden mit etwas Salz bestreut. Die Kräuter werden jetzt mit etwas Olivenöl im Mörser gestampft. So lassen wir das jetzt etwas stehen. Den Eidotter in ein hohes Geschirr geben. Entweder 2 Zehen Knoblauch oder 1 Löffel Knoblauchpaste. Die Herstellung der Knoblauchpaste gibt es in einem anderen Video. Etwas Pfeffer. Salz, die Kräuter mit dem Olivenöl aus dem Mörser, und 3 Sechzehntel Öl. Jetzt mit dem Stabmixer von unten nach oben mixen. Sowie der halbe Becher Sauerrahm. Noch einmal schön aufmixen. Nach dem nochmaligen Abschmecken in Flaschen abfüllen. Nicht zu voll, dass man schütteln kann. So hält die Dressing im Kühlschrank circa 2 Wochen.